Herzlich willkommen im Gestaltcafé. Schön, dass du hier bist. Hier kannst du inspirierenden Gesprächen rund um das Thema Gestalttherapie lauschen. Ganz nach dem Motto des gleichnamigen Buches von Irving Polster, jedes Menschenleben ist einen Roman wert, möchte ich in diesem Podcast mit meinen InterviewpartnerInnen die Gestaltarbeit erlebbarer und zugänglicher machen. Mein Name ist Katharina Renke. Ich bin Gestalttherapeutin und angehende Psychologin und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in dieser Folge des Gestaltcafé Podcasts. Heute ist Isabel Munde im Podcast zu Gast und hat ein ganz besonders spannendes Thema mitgebracht. Und zwar sprechen wir über die Fragen, wer bin ich und wie finde ich meinen Platz in dieser Welt? Wir diskutieren diese Fragen anhand Isabels ganz persönlicher Geschichte und möchten herausarbeiten, wie die Gestalttherapie dabei hilft, Identitätskrisen zu überwinden. Du erfährst in diesem Podcast, warum Identität ein dynamischer Prozess ist und warum es unbedingt andere braucht, um die eigene Identität wirklich zu erkennen und zu finden. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Isabel Munde im Gestaltcafé. Isabel, ich freue mich, dass du dabei bist. Heute wieder international von Frankfurt oder wo genau schaltest du dich zu gerade? Aus Frankfurt City oder in der Nähe? Von Stadt, Innenstadt oder also Stadt Frankfurt, ziemlich dicht dran. Ja, und ich sitze gerade mit 7 Stunden Zeitverschiebung an einem Ort, wo du dich früher auch wohl schon ausgetobt hast, an der Pazifikküste in Mexiko. Und freue mich, dass das heute klappt. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kennen uns durch unsere Zusammenarbeit, weil wir gemeinsam ein Vernetzungstreffen für GestalttherapeutInnen und Interessierte veranstalten. Aber darüber hinaus, welchen Bezug hast du zur Gestalt? Was lebst oder arbeitest, mit was arbeitest du gerade aktuell? Ja, also ich arbeite hier, ich habe hier in Frankfurt eine Praxis für Beratung, Coaching und Gestalttherapie, also explizit Gestalttherapie. Und die Gestalttherapie biete ich seit ungefähr vier, fünf Jahren an. Vorher war ich schon die ganze Zeit selbstständig, als Seminarleiterin oder als Coach in Unternehmen oder auch für einzelne Personen. Aber in den letzten Jahren ist eben der Fokus ganz explizit auf die Gestaltarbeit gekommen. Und ich habe festgestellt, das ist mein Ding. Das ist genau das, was ich mit Freude und mit ganzem Herzen mache. Ja, das genieße ich auch immer sehr in unserer Zusammenarbeit. Ich merke so deine Leidenschaft für das Thema. Da merke ich, strahle ich. Das ist schön. Ja, du bringst heute ein bestimmtes Thema mit. Wir wollen uns über Identität unterhalten. Und wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert in unserem Vorgespräch, wie wir uns dem Thema vielleicht nähern können. Vielleicht zoomen wir nochmal zurück in die Anfänge deines Gestaltweges. Wo hast du denn deine Ausbildung gemacht und was hast du da so erlebt, was vielleicht mit dem Thema Identität schon in Verbindung stehen könnte? Wenn ich will, hat mein Gestaltweg schon vor unendlich langer Zeit begonnen, als ich in den 80er Jahren Selbsterfahrungsgruppen als Teilnehmer dahin gemacht habe und da eben Dinge erlebt habe, die mich berührt und bewegt haben. Dann vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Andere Berufswege hatten da noch eine Rolle, spielten da noch eine Rolle. Dann habe ich natürlich mich auch mit diesen anderen Themen wie systemische Arbeit und NLP beschäftigt. Auch das war so in meinem Coaching-Hintergrund ganz spannend. Und doch blieb in mir ein Thema offen.
Das war ganz interessant. Da war immer etwas nach dem Motto, da fehlt noch was oder da fehlte irgendwas. Bis ich dann mich nochmal in Fortbildung begeben habe in Richtung Transaktionsanalyse, was auch sehr spannend war. Und auch da blieb irgendwas offen. Und aus Jux und aus Interesse habe ich dann eine Fortbildung am Wochenende zum Kennenlernen von Gestalttherapie gemacht. Das war ungefähr 2015. Und da bin ich kleben geblieben. Und da war es klar, das ist es. Und das war sozusagen eine Wiedererinnerung und ein Einstieg, ein wirklich innerer Einstieg in das Thema. Und von da habe ich dann auch Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe dann in 2016 beim Eichgrund-Institut in Großumstadt, das ist 60 Kilometer hier weg von Frankfurt, zwischen Frankfurt und Darmstadt, da habe ich meine Ausbildung gemacht, die 3 Jahre Grundausbildung und dann noch das 4. Jahr Körpertherapie. Und das ist mein Ding. Und das war meine, in diesem Kontext bin ich sehr tief in die Gestalttherapie eingetaucht. Und das, was uns am Anfang gesagt wurde beim Einstieg, wenn ihr rausgeht aus der Ausbildung, seid ihr nicht mehr dieselben. Das konnte ich 100%. Das konnte ich 100% unterstreichen. Ja. Bevor wir da vielleicht tiefer einsteigen, mich würde noch interessieren, wenn du sagst, dir hat was gefehlt in den anderen Ansätzen, um wirklich damit weiterarbeiten zu wollen. Was war es, als du in dieser Fortbildung in der Gestalttherapeutischen saßt, dass es Klick gemacht hat? Was war das, was für dich jetzt vollkommen macht, für dich? Jetzt kommt ein abgedroschenes Wort, das ist die Ganzheitlichkeit, das war das Erleben. Es war wirklich ein Erleben. Es war, ich habe in diesem ersten Kontakt habe ich ein Thema eingebracht im Kontext einer Urlaubsreise mit meiner Partnerin. Und da gab es Misshelligkeiten, da gab es Schwierigkeiten und ein Thema, was dauernd offen war in mir. Irgendwas stimmte nicht. Und diese Dialoge und diese Situation nochmal zu erleben, im ganzen Körper, stehen, spürend, wahrnehmen, was in mir alles passiert. Und nicht einfach nur die Gedanken, sondern wirklich nochmal in diese Situation eintauchend, hat bei mir ganz viele Dinge in Bewegung gesetzt, hat mir bei mir Erleben in Bewegung gesetzt und aus diesem Erleben die Erkenntnis. Und das war für mich so ein Schlüssel. Ja. Darf ich fragen, was du gerade erlebst, wenn du uns das erzählst? Also ich bin natürlich sofort nochmal in dieser Situation. Ich weiß genau, wie das war und wie ich da gestanden bin und wie ich gelernt habe, Nein zu sagen. Zu sagen, nein, ich will das nicht. Ja, also da war so ein Gefühl, ich will das nicht, war eine Abgrenzung. Und dieses, ich will das nicht zu spüren und auch im Körper zu spüren mit dem leichten Aufstampfen meines rechten Fußes, da war plötzlich was da, habe ich gemerkt, was wirklich mich bewegt hat, dieses Ich will das nicht, das ich nicht ausgesprochen hatte, das immer in mir blieb. Ja? Und in dem Moment, wo ich es ausgesprochen hatte, und wenn ich es nochmal erzähle, merke ich, das kribbelt gleich wieder auf der Haut, da kommen so intensive Gefühle mit. Ja? Mit diesem Wunsch nach Abgrenzung, mit diesem Bedürfnis, dieses mal sagen zu können, auch mit der Angst, die da drin steckt. Das war eigentlich eine Gesamterfahrung. Und das ist das, was ich an der Gestaltarbeit so liebe, dass es die Möglichkeit hat, dass man so Gesamterfahrungen macht, wo alles so, wo viele Elemente drin sind. Aus dieser Übung, aus diesem Prozess bin ich rausgegangen und hatte sofort ein Thema. In dem Moment, wo ich dann zu Hause war, ging es los. Habe ich gesagt, ich will das nicht. Also ich habe für mich dann auch einen Schritt gemacht mit all den Gefahren, die bei diesem Schritt auch drinstehen. Ja. Wow, okay, danke. Und um nochmal, weil ich dich vorhin kurz ausgebremst hatte, um nochmal darauf zurückzukommen, dass du sagst, du hast deine gestalttherapeutische Ausbildung angefangen und du bist als anderer Mensch quasi aus der Ausbildung rausgekommen. Kannst du vielleicht da nochmal einsteigen und uns mit auf deine Reise nehmen? Ja, also ich hab Seiten von mir kennengelernt, Teile von mir kennengelernt, die ich so nicht bewusst hatte. Also einmal wurde ich zum Beispiel wahrgenommen als fast zu nah, zu klammerig,
von den Teilnehmenden? Teilnehmern als Rückmeldung. Das war ein Riesenschreck. Der hat mich dann wiederum in andere Schreckerfahrungen zurückgebracht und hat plötzlich Platz gemacht für ganz unterschiedliche Seiten von mir. Einmal eben das sehr erschreckte Wesen und einmal aber auch das sehr kalte Wesen. Ja? Und das ist die kalte Seite von mir, die wollte ich eigentlich gar nicht wissen, kennen. Und sich auseinanderzusetzen mit dem aggressiv kalten und dem verletzten traurigen Teil, diese Elemente einfach wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Das war, das war schon eine herausfordernde Erfahrung mit immer diesen beiden Elementen. Es ist erschreckend auf eine bestimmte Art und beruhigend, es zu sehen und beruhigend, es wahrzunehmen und zurückgespiegelt zu kriegen, dass es auch sein darf. Erschreckend, weil es neu ist, diese Anteile von dir kennenzulernen? Ja, ich wollte nicht kalt, ich wollte immer netter Mensch sein. Ich wollte immer nett sein und ich wollte auch nett gesehen werden. Ich wollte nicht nur du. Ich weiß, da bin ich mit vielen gemeinsam dabei. Ja? Und die Erkenntnis dessen, dass ich ganz schön unnett sein kann, dass ich eine ziemliche Kälte ausstrahlen kann, die natürlich von innen her auch mit Leiden verbunden war. Aber das Leiden war sozusagen bewusst, die Kälte habe ich verdrängt. Ja. Also diese Ambivalenz wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen, diese unterschiedlichen Seiten von mir zu sehen und zu akzeptieren, war nicht einfach. Und was mir die Gestalterausbildung halt gebracht hat, war diese Kanäle zur Selbstwahrnehmung zu öffnen, Stück für Stück wahrzunehmen, was in mir passiert. Und auch die fröhliche Seite. Da gibt es nämlich eine ganz fröhlich verrückte Seite, die aber, die hat ja auch wenig Raum. Ja? Und die Freude am einfach verrückt sein, am anders sein, wie auch immer. Also so habe ich das Gefühl, dass ich eben Wege und Kanäle zum Innen in Betrieb genommen werden und dann kommt halt was raus. Ja? Da kommen Gefühle raus, dann kommt Erfahrung raus, da kommen Bilder raus, da kommt viel Trauer raus. Also in meinem Fall war auch eine ganze Menge Trauer und Verlassenheit drin. Und dann kamen natürlich auch ganz schöne und ganz lustige Sachen raus. Und die Zufriedenheit mit dem anders sein, weil ich laufe halt, ich habe halt eine ganz, ganz lange Erfahrung des Andersseins, des nicht richtig dazu passens. Ja? Und irgendwann war das Anderssein wunderschön. Ja, oh, ja, das, da merke ich gerade, ich habe einen Atemzug genommen und habe das erstmal, auf Englisch haben wir jetzt in der letzten Woche immer gesagt, I let it land. Das Anderssein war wunderschön. Also dann eben aus diesem Anpassungsdruck, aus dieser Angst, das zu sein, rauszusteigen und zu sagen, wow, ein Glück, ich bin anders und jetzt bin ich es richtig. Ja? Ja? Und dass dann plötzlich auch noch eine weibliche Seite auftauchte und ja, es hat passiert, sozusagen. Ja. Da möchte ich gerne gleich drauf einsteigen. Und bevor wir da drauf einsteigen, hängt mir gerade noch nach, Selbstwahrnehmungskanäle haben sich geöffnet. Und was ich gerne noch fragen würde, oder ich habe mir vorgestellt, du sitzt in deiner Ausbildungsgruppe, ne, und erkennst dich selber mehr und mehr im Kontakt mit den anderen. Das wäre ja ohne die Gruppe anscheinend gar nicht möglich gewesen. Vielleicht kannst du da noch etwas dazu sagen. Ja, überhaupt nicht möglich gewesen, weil die Gruppe hat natürlich, es war bei mir mit dem Thema Zugehörigkeit, ist ja so ein ganz wichtiges Thema für jemanden, der immer wieder ein bisschen am Rande entlang spaziert ist. Und da war so ein Wunsch nach Zugehörigkeit und wenn dann aus der Gruppe zum Teil auch Ablehnung kommt, waren das natürlich erstmal große Katastrophen. Ja, das war erstmal, oh, was passiert da? Aber die Gruppe hat unterschiedliche Seiten gespiegelt. Die hat auch
sehr Freundliches zurückgespiegelt. Er hat gesagt, das ist toll und abenteuerlich und nett. Und ich war ja nun auch die Älteste in dem ganzen Verein. Und gleichzeitig war zum Beispiel ein ganz wichtiger Prozess, war wahrzunehmen, die eigene Bedürftigkeit. Das war ein Riesenschritt zu sehen. Ich wünsche mir die Anerkennung der Gruppe. Und das offen zu machen. Also sich mit dieser eigenen Bedürftigkeit auseinanderzusetzen und zu dieser Bedürftigkeit auch Ja zu sagen. Ja, ich bin auch bedürftig. Ja, und das war schon ein Schritt. Ja, und dass der Gruppe so zu öffnen, hat bei mir wiederum eine große Befreiung erzeugt. Ja, also diese Wünsche zu äußern, mit allem Risiko, das drinsteckt, hat da eben diese Angst und Befreiung gleichzeitig. Das waren immer diese doppelten Erfahrungen, die eine ganz wichtige Rolle spielten. Ja. Mutig sein, zu dem zu stehen, was du erkennst. Also das sind so Dinge, die ich gerade höre. Ja. Und vielleicht kannst du auch nochmal, wenn wir das Wort Identität nochmal reinholen in unser Gespräch, wie hilft dir quasi die Gruppe, mehr und mehr zu dem zu werden, wer du bist, oder deine Identität zu erkennen? Welche Rolle spielt dieses Wort für dich in der Gestalt? Ja, also ich habe der Gruppe ja einiges zugemutet. Wir haben ganz am Anfang natürlich mit meinem normalen bürgerlichen männlichen Namen eingestiegen. Jetzt gibt es dann auch noch eine Geschichte, die da eine Rolle spielt aus der Vergangenheit. Ich bin ja auch Bhagwan Osho-Schüler und habe also einen Sannyas-Namen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, der muss jetzt in den Vordergrund. Dann habe ich den Rudolf abgeschafft und mal den Gandharvo, den Sannyas-Namen, reingebracht in die Gruppe. Weil ich das Gefühl hatte, ja, der ist mehr ich. Da war so etwas mit dem Namen, bin ich, ist mein Inneres mehr verbunden, der ist vielseitiger, der ist so, der hat was, der schwingt mehr. Und dann gab es eben auch so, es gab so einen Punkt, wo ich merkte, ich bin jetzt nicht so ganz eng mit allen in der Gruppe verbunden, ja, sondern ich bin ja auch altersmäßig ziemlich ein bisschen rausgehoben. Und es war aber so ein Gefühl, so bin ich und ich bin. Und es ist okay so, mit manchen bin ich ein bisschen enger, manche bleiben mir fremd. Aber ich habe sozusagen wie so ein einen eigenen Raum, ein eigenes Ich, jetzt willst du eine eigene Identität hingekriegt. Der bin ich in dieser Gruppe. Ja? Und differenziert mit einigen näher, mit einigen ferner, mit anderen ganz fern. Manche Frauen waren sehr, sehr abständig zu mir. Ja, das war übrigens anders, als sie mich dann als Frau gesehen haben, hat sich sofort was verändert. Ja. Ja. Und dann kam eben eine externe Erfahrung, also die nicht in der Gruppe war, wo plötzlich so der weibliche Teil von mir ganz schnell, ganz stark an die Oberfläche gekommen ist. Und dann habe ich auch der Gruppe irgendwann, mit ganz vorsichtigen Schritten, irgendwann habe ich mich der Gruppe dann auch gezeigt, erstmal, dass da noch eine zweite Person gibt, die heißt Isabel. Und im Laufe dann der Ausbildung habe ich dann angefangen, mit Kleidung zu spielen. Also es waren immer so kleine Schreck- und Mutmomente, immer ein bisschen mehr davon zu zeigen. Und irgendwann haben die sich alle daran gewöhnt, also von Isabel zu sprechen. Und dann war plötzlich Isabel da. Ja. Ich habe gern geschaut. Und das passt. Und dann passte plötzlich, also mit Isabel passte plötzlich ganz viel zusammen. Dann passte meine Art des Kontaktes zusammen, da passte meine Art und Weise, die Emotion passte dazu. Also da war plötzlich etwas, was richtig wie so ein Puzzle zusammengerutscht ist. Und sagt, kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, was zusammenpassen bedeutet? Mein Wunsch,
Kontakt, mein Wunsch nach Nähe, meine hohen Emotionen, meine Empfindsamkeit, meine Empathie, alles das, was man in vielen Dingen so mit weiblich konnotiert, ja, was mich in der Männerwelt, in der ich rumgekurft bin, eher zum Außenseiter gemacht hat, weil die gemerkt haben, ja, ich zeige Emotionen, meine Augen werden halt irgendwann feucht. Oder auch mein Gespür, meine Intuition für Situationen und mein Wunsch nach Berührung und Nähe, ja, und nach farbigen, was Kleidung angeht. Das sind plötzlich, ja, ich konnte plötzlich das, was mir intuitiv gut gepasst hat, an Kontakten, an Kontaktverhalten, ich nenne es ja, mein Kontaktverhalten hat plötzlich gepasst. Ja. Mhm. Also, und ich höre dich immer wieder sprechen von Zugehörigkeit. Also das heißt, für dich ist im Kontakt sein, auch im Kontakt dich zu spüren, im Verhältnis, in Relation zu deinem Gegenüber, zum anderen? Ja, Resonanz zu bekommen. Ich habe Gedanken oder Bewegungen und dann sagt jemand, steigt drauf ein, aber interessant oder schön, ja. Wenn ich sage, mich bewegt das und der andere sagt, oh, mich bewegt das auch. Ja, dann entstehen Resonanzen. Ich habe plötzlich gemerkt, ich bin in einer Welt der Resonanz. Und ich habe eine ganz lange Erfahrung in mir. Und ich habe dieses Einsamsein, Ausgeschlossensein. Und in meinem Kopf waren dann immer so Bilder, ich bin in der falschen Welt gelandet. So ganz grundsätzlich, so als fast als Kind, wie wenn ich in die falsche Welt geraten wäre. Ja. Was sehr schwer, das ist sozusagen schon ein Überlebensmuster, um nicht sagen zu müssen, ich bin total falsch. Also das ist der Versuch, diese Diskrepanz, dieses nicht passende zu externalisieren. Dann kann ich sagen, die Welt ist falsch, aber ich bin in Ordnung. Aber es war natürlich so ein permanentes, eigentlich fehlt was, irgendwie bin ich nicht in Ordnung. Und mit der Klarheit, also auch schon mit der Klarheit, ich bin gefühlig, ich bin lebendig, ich tanze gern, ich bewege mich gern, ich habe Farbe an mir und so. Also schon bevor Isabel so aufgepoppt ist, war so ein Gefühl, ich bin stimmig. Und das Ergebnis ist, für mich ist jetzt die Welt plötzlich aufgegangen, wie wenn ich in der Welt bin. Die Welt ist nicht mehr feindlich. Ja? Und das ist wirklich der große Sprung für mich. Ja? Und jetzt fühle ich mich nicht mehr so gefährdet. Ja, ich bin natürlich immer noch so ein bisschen unterschiedlich zu anderen. Ich bin einfach nicht durchschnittlich normal und es ist völlig in Ordnung. Aber die Welt ist plötzlich nicht mehr feindlich, sondern freundlich. Mhm. Das ist eine dramatische Veränderung gewesen. In verbunden mit dem Satz, ich bin nach Hause gekommen. Ja. Wow, das sind so große, ja, also ich merke so, wenn ich zuhöre, dann wie so. Das ist jetzt metaphorisch gesprochen, aber da bleibt mir der Mund offen stehen, sozusagen. Das ist was ganz Großes. Das ist wirklich was ganz Großes. Ja. Wow. Ey, ich sehe gerade das, also ich habe gerade die Projektion, dass du gerührt bist, weil du dann, ja ist es gerade so. Das ist was Großes und ich bin gerührt, natürlich. Ja, klar. Und es war wirklich die Gestalttherapie, die diesen Weg gemacht hat, diesen Weg gemacht hat. Das ist mir völlig klar. Ja, ich habe zwar immer Impulse in den anderen Entwicklungen erlebt. Ich habe mit den Aufstellungen, mit dem NLP, mit der Transaktionsanalyse. Da ist immer, aber so dieses Aufgehen, dieses Aufgehen des Bildes, dieses sich auch annehmen und dieses Wahrnehmen und Annehmen. Ich glaube, diese beiden Dinge, ja. Das ist, glaube ich, für mich der Schlüssel gewesen. Das ist das, was ich in meiner Arbeit mit den Klientinnen, die ich habe, mit Klienten, auch immer versuche zu ermöglichen, dass die wahrnehmen, ja, und die sind auch immer wieder erstaunt, in den Sitzungen Teile von sich zu entdecken und dass sie es annehmen. Das ist dann oft meine Arbeit und meine Aufgabe zu sagen, und das ist gut so. Und das hat einen Sinn und das hat einen Hintergrund. Ja, aber das ist für mich das Bedeutende der Arbeit. Und ich glaube, ich hätte dich sonst gleich nochmal gefragt, wie die Gestalthaltung dich auf diesem Weg vor allem gestärkt, gestützt hat und
wahrnehmen und annehmen macht Ja. total Sinn. Und dann auch, so wie ich das jetzt gehört habe, dich dann zeigen, das zu leben und das zu verkörpern. Ja. Also das, was du wahrnimmst und annimmst, dann im nächsten Schritt auch sein, sozusagen. Ja, Ja. ich das, ja, es ist das Annehmen ist halt der Prozess. Das ist der Prozess zu sagen, ja, das bin ich oder das sind Teile von mir. Das haben ja immer unterschiedliche Aspekte und auch in unterschiedlichen Kontexten leben wir ja ganz unterschiedliche Seiten von uns. Ja? Und diese unterschiedlichen Aspekte zu nehmen, anzunehmen und zu sagen, auch das gehört zu mir. Ja, auch der Ängstliche, der Traurige, der Freche, der Böse, ja, der Arrogante. Diese Teile, die sind alle da. Die gehören zu mir oder bei meinen Klientinnen, dass sie das wahrnehmen, dass sie wahrnehmen, gerade wenn sie zum Beispiel so ein bisschen in narzisstischen Prozessen verhaftet sind, dass sie die nehmen ja ganz gern die Leidensseite des Prozesses wahr, ja. Und dann, wenn die dann plötzlich wahrnehmen, dass sie eigentlich rumlaufen und sagen, ihr könnt mir alle gestohlen bleiben, ich bin sowieso die Größte, ja. Und das auch zu nehmen, dass sie diese Bandbreite ihres Seins, dass sie die einfach, dass sie diese auch mit wahrnehmen und annehmen. Und dadurch wird der Mensch voller und runder und ganzer. Und ja, das ist alles, was ich erlebt habe an mir und was ich erlebe auch an meinen Klientinnen. Ja. Und ich habe natürlich erlebt, das große Vertrauen in der Gruppe, in mich. Ich habe das große Vertrauen meines Lerntherapeuten erlebt in mich. Und da hatte ich den Raum, mich zu zeigen. Ich glaube, das war das Wichtige. Ja, die Sicherheit und den Raum, mich zu zeigen. Und in diesem Zeigen habe ich halt mich entdeckt und am Ende kam auch noch Isabel dazu. Und ich denke, das war durch die Gruppe hatte ich den Mut, durch die Ausbildung, durch diese intensive Auseinandersetzung, hatte ich den Mut, diesen Impuls, der dann entstanden ist, extern, ja, diesen Frauenimpuls, der entstanden ist, dem einfach zu folgen, dem Raum zu lassen, ja, und ihn nicht gleich niederzuknüppeln und geht gar nicht, sondern mich einfach dem hinzugeben. Und so habe ich mich wirklich einem Impuls, einem Prozess hingegeben. Es gibt einen ganz wichtigen Aspekt, der mir für mich ganz wichtig war und der in meiner Arbeit wichtig ist. Und das ist das Thema Vertrauen. Ich habe gelernt, zum Thema Gestalthaltung, weil das hat mich immer beschäftigt, dass ich als Therapeutin Vertrauen habe in den Prozess, in dem jeweiligen Kontaktprozess. Ja? Und ich habe gelernt, für mich Vertrauen in meinen eigenen Prozess zu haben. Das sind ja verbundene Dinge. Ich kann ja schlecht, habe ich festgestellt, sozusagen mit einer vertrauten Haltung als Therapeutin arbeiten und mit einer kontrollierenden Haltung leben. Das wird ein bisschen schwierig. Ja? Und für mich war das aber in der Ausbildung für mich der entscheidende Punkt. In meiner Beratung vorher war ich sehr aktiv in der Beratung. Ich habe die Menschen verstanden, ich bin in deren Gehirne gekrochen, in deren Prozesse gekrochen und habe verstanden, wie die ticken und habe dann Impulse gegeben in diese Prozesse. Aber es war eine hochaktive Arbeit von mir. Ja? Und so nach einer Stunde oder eineinhalb war ich bedient. Und umzuschalten auf die Gestalthaltung, nämlich das Wahrnehmen und Geschehen lassen und das Ermöglichen und das Nicht-Tun lassen. Das war ein Schritt in meiner Ausbildung, der mir ganz wichtig war, der mich auch dann wirklich insofern erschüttert hat, dass ich gesagt habe, ah, das ist auch etwas, wie ich mein Leben gestalten kann. Ja? Nicht kontrollieren, gucken, was passiert. Und auch das ist gut für das Thema Identität.
Ja, zu vertrauen auf den Prozess, zu vertrauen auf das, was passiert. Ja, und nicht nach Schema und nach sonst was arbeiten zu gucken. Ja, immer mit der Wachheit und der Aufmerksamkeit. Und was ich auch mitnehme, zu vertrauen, dass auch neue Anteile, die ich in mir entdecke oder vielleicht Anteile, die ich vielleicht bisher negiert habe oder nicht leben wollte, dass die sogar, wenn ich sie lebe, zu mehr Kontakt führen können am Ende des Tages. Wow. Ja, natürlich. Also die neuen Anteile, die sind immer interessant, weil sie sofort eben neue Kontaktmöglichkeiten ergeben. Ja, und die neuen Anteile sind eine wunderbare Bereicherung. Ja. Und aus dem, wie ich dann sende, bekomme ich ja auch Reflexion, Reaktion. Und die bestätigen dann, so bin ich und so bist du. Und wenn jemand sagt, du hast dich aber heute schön gemacht. Ja? Oder wenn meine Schneiderin in der Straße, ja, wenn die mal sagt, sag mal, du bist hier die am schönsten angezogene Frau in der ganzen Straße. Ja? Dann ist es eine Rückspiegelung auf meine Identität. Dann sage ich, das ist gut, das ist richtig. Also was ich mache, ist stimmig, wenn ich solche Resonanzen bekomme. Ja? Ich habe das von der Schneiderin bekommen oder von den Nachbarinnen, wo ja Angstprozesse sind, wenn man so in der Transition ist, von Mann zu Frau. Und wenn die Nachbarin sagt, du bist aber immer schick angezogen, ja, dann kommt Identitätsstärkung. Das ist richtig, das funktioniert. Das bin ich auch. Ja. Ja. Und das heißt, ich kann, ja, auf die Art und Weise durch die Kontakte, die ich habe, spiegeln mir die mein Ich wieder. Ja? Und da kommt der gute Bube um die Ecke, ja, der Mensch wird dann du zu Ich. Ja? Das ist Aussenden, Reflexion wahrnehmen, verarbeiten und sich richtig fühlen und stark fühlen. Ja? Also wenn du davon erzählst, dann denke ich nochmal so an die Wichtigkeit von dieser sicheren Basis, von der du gesprochen hast, zum Beispiel mit deinen Lehrtherapeuten, im Sinne von einem Raum, einem Erfahrungsraum, den ihr gemeinsam kreiert habt, wo du dich entdecken, experimentieren kannst. Also jetzt bezogen auf alle Anteile, die wir neu entdecken oder stärken wollen. Genau so. Das war einfach das war ein, und ich habe, also für mich war das, ich habe mich vom ersten Moment an dort richtig sicher gefühlt. Ja? Und das war wirklich eine Basis, von der aus ich gehen konnte und dann mich entdecken und die Teile, die ich entdeckt habe, wieder in die Welt zu bringen und dann wieder mitzubringen. Also das war ein ganz wichtiger dreijähriger Prozess für mich. Ja? Ja. Und bis eben auch zu dem Punkt Identität als Therapeutin. Also ich habe es geht nicht nur einfach um jetzt Isabel, Frau Mann, sonst was. Aber was will ich wirklich tun? Was liegt mir am Herzen? Wer bin ich in dem Feld? Ja, und ich habe irgendwann hatte ich diesen Moment, stimmt, es war ja das. Ich wollte immer dann therapeutisch arbeiten. Ich habe in Unternehmen gearbeitet, ich habe dies und jenes gemacht und habe gemerkt, es ist nett und es fehlt was. Und irgendwann machte es diesen Klick. Ja, in Unternehmen kann man vielleicht mehr Geld verdienen, aber als Therapeutin arbeite ich einfach von Herzen gern. Ja. Also die Identität als Therapeutin ist da auch entstanden. Ja. Das finde ich auch spannend, wenn du von Identität als Therapeutin sprichst, dann ist es für mich gerade zum Beispiel eine Erfahrung, auch mit Leuten aus anderen Instituten wie mit dir oder noch international sogar, in Kontakt zu gehen und da auch zu merken, was ist meins, was will ich nicht, was will ich, wer, wie möchte ich arbeiten. Das hat für mich auch mit dem persönlichen Stil, wie ich arbeite, zu tun, meine Identität. Also eben nicht nur in Schulen denken oder in Instituten, sondern wirklich
das zu dem machen, was ich bin. Das finde ich gerade einen spannenden Prozess. Und ich habe eben Menschen beneidet in Jahren, die gewusst haben, die ihr Ding gefunden haben oder die ihr Ding gemacht haben, die einfach so klar waren, das will ich und das mache ich. Und ich taumelte da rum und hatte das Gefühl, wer bin ich da? Wo gehöre ich dahin in die Welt? Ja, und irgendwann hatte ich durch diesen Prozess habe ich gemerkt, ja, in der Welt der, also ich war ja erstmal Marketing, in der Marketingwelt, das war nicht meine, also Identität als Marketingmanager. Ja, aber toll war, vor Menschen zu sprechen und zu präsentieren. Ah ja, also ich bin eher so ein Präsentator. Ja, und dann kamen einige Geschichten und dann wurde die Identität als Seminarleiter geboren. Denn das ist dann nicht der. Ich weiß da was, ich weiß, was ich habe, was ich stelle mich hin und erzähle den Menschen und vermittle was. Das war so ein Schritt in diese Richtung. Und dann wurde das Bedürfnis und das Interesse immer intensiver zu arbeiten. Ja, also so ein Seminar ist toll und manche Leute gehen da bestimmt raus. Und trotzdem war so ein Ding, ah, da geht noch mehr, da fehlt noch was. Und so habe ich Stück für Stück über diese Fortbildungen und sowas mich genähert an dem inneren Punkt, der immer da war. Der oder das bin ich. Ja, oder die bin ich. Und da kam eben irgendwann, plötzlich machte es Klick, ach stimmt ja, ich wollte eigentlich immer nur Therapeutin werden. Und dann erinnert an eine gute Freundin, die Therapeutin ist, die mich auch ein bisschen schon begleitet hat. Und damals dachte ich, so wie die will ich werden. Nur vergessen habe ich es zwischendurch. Nach 30 Jahren tauchte das plötzlich wieder auf. Stimmt, da war noch was. Und dann war es klar. Der oder die bin ich. Und so präsentiere ich mich auch hier in Frankfurt als Gestalttherapeutin. Ja, und nicht für irgendwas, sondern als Gestalttherapeutin. Dann zieht es die Leute an, die halt Gestalttherapie suchen. Wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, dann kommen so zwei Fragen auf. Wenn wir von Identität sprechen, fragst du dich oder hast du dich lange gefragt, wer bin ich? Fragst du dich immer wieder wahrscheinlich. Welchen Platz habe ich in dieser Welt? Und dann waren da für mich jetzt so drei Stufen. Zuerst mal wahrnehmen, wer du bist, welche Anteile in dir sind, diese annehmen. Und dann, und das finde ich immer noch so spannend, und dann diese zu leben, die zu experimentieren und auch die zu zeigen, vor allem im Kontakt mit anderen dann zu schauen, wie ist es möglich, mit diesen Anteilen quasi in Kontakt zu gehen, auch zur Umwelt, zu deinen Peers, in neue Kontakte. Also das nehme ich für mich, glaube ich, gerade sehr mit, dass wenn man die Identität auch entwickeln will oder ich merke gerade, ich richte mich auf und mein Brustkorb hebt sich, weißt du, dann möchte ich mich auch zeigen. Und genau, vielleicht noch eine Frage an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie kann man sich denn mehr trauen? Also wir haben schon von dem sicheren Boden gesprochen, dass das beispielsweise in der therapeutischen Arbeit möglich ist. Aber wie schafft man es, wirklich die neuen Anteile zu leben? So, was kommt dir da gerade noch? Das ist jetzt mal eine sehr gute Frage. Ich habe Rückmeldungen gekriegt, die Leute sagen, ausprobieren, das, was du machst, ist mutig. Also vielleicht ist Mut ein Begriff, der da in die Nähe kommt. Ich habe es eigentlich gar nicht als mutig empfunden. Wobei, wenn ich genau hinschaue, stimmt es natürlich auch nicht. Also von meiner Seite aus, als ich erkannt habe oder Seiten festgestellt habe, eben Lust hatte, über bestimmte Themen zu reden, mich zu zeigen, ich habe es einfach mit Menschen, ich habe Menschen kontaktiert und mit ihnen gesprochen. Oder ich habe, ja,
Oh, ich habe es ausprobiert. Wie ist, wie, was braucht es? Was braucht es? Was braucht es? Also was ich gehört habe, ist die Gruppe, aber... Aber da ist noch was anderes. Da ist noch was anderes. Also sich zeigen, seine Seiten zeigen, ist angstbesetzt. Sonst werden sie nicht verdeckt. Also das Angstbesetzte ist ein Teil. Und ich habe gelernt, oder ich habe mitgekriegt, die Angst mitzunehmen als Begleitung, ausprobieren. Also die Angst nicht wegzuschieben. Es gibt auch keine Angst zu überwinden, weil dann würde man die Angst dann wieder drücken. Sondern die Angst, ich sage immer, die Angst an der Hand nehmen und dann ausprobieren. Also dann im Dirndl anziehen und über die Wiesen gehen und die Angst im Arm haben, aber gehen. Natürlich ist es gut, soziale Kontakte zu haben und mit denen vorher zu reden, zu sagen, wie ist es, ausprobieren. Also es ist wichtig, vertraute Menschen zu haben, die dann sagen, das passt und das stimmt. Also leicht, es ist nicht leichtfertig. Das ist schon. Ich habe eine alte Freundin, die mich schon seit 30 Jahren kennt, und als ich der von Isabel erzählt habe, hat sie gesagt, nur endlich. Also die hat schon was gesehen gehabt und die hat es natürlich gestützt. Ja, es braucht Mut. Es braucht Mut, einen Schritt zu machen. Es braucht diesen Mut. Ja. Und Begleitung ist gut, Unterstützung ist gut, aber am Ende ist es der eigene Schritt, den man macht. Irgendwann ziehe ich mich an, wie ich Lust habe, und gehe zu den Leuten hin, die ich nicht kenne, oder bin ich zu meinem Zahnarzt gegangen und gestern kannte er mich noch so und heute sieht er mich anders und sagt, okay, ab jetzt bitte Isabel. Also es sind Momente der Unsicherheit und der Angst, das stimmt. Ja, inzwischen sind es kleinere Momente, aber es sind Momente der Unsicherheit und Angst. Ja, die müssen wohl sein. Die müssen wohl sein. Ja. Ja. Da gibt es kein Rezept ohne Angst. Ja. Aber die Angst ist ein freundlicher Begleiter. Für mich ist die Angst ein freundlicher Begleiter. Der passt auf mich auf. Ja. Ich habe das eben erlebt mal in der Aufstellung, wo ich mich selbstständig gemacht habe, alle Ängste hatte und die Ängste standen vor mir als Person und verdeckten die nächsten Schritte, verdeckten alles, was eigentlich ansteht, weil Familie, Geld etc. Und die Aufstellerin hat diese Angst einfach genommen als Person und hat sie hinter mich gestellt, hinter meine linke Schulter gestellt. Und dann war plötzlich der Weg frei, wusste ich, was ich zu tun hatte, wusste ich Geld verdienen, egal wie. Und plötzlich war die Schulter warm und ich hatte eine Freundin da hinten stehen. Ich denke irgendwie, die Angst mitnehmen, die Angst in den Arm nehmen, die Angst als Begleitung nehmen, aber gehen, aber tun. Wow, also ich finde deine Geschichte, ja, wie gesagt, macht mir auf jeden Fall Mut, weniger gelebte Anteile von mir zu leben. Und neugierig zu sein, welche Möglichkeiten im Kontakt sich dadurch für mich ergeben. Ja. Danke. Ich sage, das mit den Angst funktioniert auch mit Kindern. Weil die Kinder, die machen ja gern, probieren ja gern was aus. Ja? Und dann springen die ja gern mal beim Schwimmen vom 5-Meter-Brett oder sowas. Und dann sagen die immer, Angst, ist es okay, sage ich. Nimm die Angst mit in den Arm, die springt mit dir, dann bist du nicht allein. Und dann springen die.
Kinder sind da ganz, die haben Bilder, die haben feste Bilder. Die Angst ist eine Person, mit der gehen sie und springen sie runter. Ja. Und so arbeite ich auch mit den Klienten immer auch so. Ich lasse die Angst da stehen und dann sollen die mitnehmen oder Symbole mitnehmen und so. Das ist das Schöne an der Gestaltarbeit, dass die eben Erfahrungen machen können, dass die Angst als Begleitung Erfahrung ist. Ja, und dann, das ist das, was ich mit Freude weitergebe und anrege. Ja, also ich würde, wenn ich dieser Folge einen Namen geben könnte, vielleicht sowas sagen wie: Werde zu dem, der du bist. Entdecke, wer du bist. Ja, weil das wahrscheinlich ein langer Prozess ist. Mit Mut geht's gut. Das letzte habe ich nicht verstanden, akustisch. Mut geht's gut. Entdecke, wer du bist. Mit Mut geht's gut. Ja, es braucht den Mut, stimmt. Ja. Und manchmal ist der Mut der Verzweiflung auch okay. Weil wenn die Brücke hinter dir abgefackelt ist, weil du sagst, es geht, ich halte es nicht mehr aus, dann musst du springen. Ja. So ähnlich war es bei mir auch. Irgendwann war es genug. Und dann bin ich gesprungen. Vielen Dank, Isabel, für diese Einblicke und für unseren Dialog und vor allem die persönliche Note von diesem Podcast. Das fand ich total wertvoll. Vielen Dank für den Kontakt und das Gehörtwerden. Es ist auch schön, deine Resonanz erlebt zu haben auf meine Geschichten. Ja? Weil das macht wiederum was mit mir. Also Isabel, ich bedanke mich herzlich, dass du da warst und wir sehen uns bald im Gestaltquartier. Wie an alle, die gerade zuhören, schaut doch gerne auch nochmal in die Shownotes, da verlinken wir unser gemeinsames Online-Vernetzungstreffen und ihr findet alle Infos, Kontaktinfos zu Isabel und zur Praxis in Frankfurt. Tschüss! Tschüss, danke! Schön, dass du in dieser Folge im Gestaltcafé zu Gast warst. Wie immer lade ich dich zum Schluss ein, in deinen eigenen inneren Dialog mit dem zu treten, was du gerade gehört hast. Bis zum nächsten Mal.